Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt.info. Ich bin der Terra und wir spielen heute den VIP-Tageseinsatz Hotel Grand Washington. Ja, wieder natürlich auf Herausforderung. So sind, wie gesagt, ja immer die VIP-Aufträge und ja, zielgerichtete Beute. Ihr seht Overlord Armaments und wir haben wieder offene Gruppe und dieses Mal kein Clan-Mitglied dabei. So früh ist wohl noch keiner wach. Wir haben es kurz nach 8. Ja, dann wollen wir mal los. Rein. Sie haben das Hotel Grand Washington erreicht. Und die Sache klären. Okay, los geht's. Begeben Sie sich zum Liefereingang auf der Ostseite des Gebäudes. Machen wir. So. Murmel, Murmel. Wenn Sie drin sind, Red Tiger ist online, ja. Wie leicht kommt er ja noch rein. Mal sehen. In der Gruppe. So, Sturmgewehr ist auch wieder aufgefüllt komplett. Spielt auch Division jetzt. Können ja mal warten. Kurz Augenblick. Mal sehen. Moment. Ich werde mal kurz mal schauen. Muss mal kurz. Sie wurden zum Gruppenleiter befördert. So, mal sehen. Ein weiterer Agent ist jetzt in Ihrer Gruppe. Okay. Wir stürmen mal weiter vor. Ich habe mir jetzt erstmal gerade geschrieben, ob er mitmachen will. Vielleicht ist es eine Ablenkung, also bereithalten. Da ist noch ein Dicker. Kann man das Ding zerstören? Ah, gleich bist du vergiftet, das ist gut. Gib alles, komm. Gegnerisches Funksignal okay. Abgefangen. Ich gehe nach oben, zur Geisel! Alle Mann ins Atrium! Mist, der Saint ist hier. Wer ist hier? Wichtiger Hyena. Ah, wieder so ein Vorläufer, ne? So ein Sprinter, der es nicht abwarten kann. Okay. Hier kommt niemand vorbei, klar. Wo bist du hin? Du bist da, okay, geh da hin. Da oben war noch eine. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Er ist in der obersten Etage. Nehmen Sie die Treppe rechts von den Aufzügen und schlagen Sie sich durch. Ja, unsere Murmel noch einsammeln hier. Unser Thronstock. So. Badam, bam, bam, badam, bam. Na, er läuft wieder vor. Er will nichts haben, sagt er. Aber wir wollen alles. Guten Morgen. Magst mit reinspringen? Ja, bist schon drin, sehe ich gerade. Darfst mich am frühen Morgen nicht überfordern, wenn ich noch keinen zweiten Tag kriege. So geht's mir auch immer. Dachte schon, die hüpfen jetzt gleich so schnell alle rein. Aber das geht noch.
Weil hast du hier wieder die Speedrunner dabei. Es gibt ab Dienstag 32 neue Bekleidungsstücke. 32 gleich. Ja. Na, schön. Und eine Schneeballkanone. Ja, irgendwie habe ich das schon was gehört davon. Schneeballkanone, schießt ja mit Schneebälle. Ja. Da haben wir ja das, was wir wollten. Mit Wattebällchen werfen. Richtig. Das kann lustig werden. Murmel reinhauen. So. Ich habe einen Haufen Munition gefunden. Ich werde sie sprengen. Passieren. Ich huste und räusper mich ja auch immer zwischendurch. So. Unser Haus besteht aus Eis. Aus Eis? So eingefroren bei euch? Glatteisregen. Oder Eisregen war heute Nacht. Ah. Na, hier ist es auch mächtig trüb und feucht, aber sieht nicht aus wie nach Regen irgendwie. Ja, aber nach Sturm, glaube ich. Ja. Stürmisch ist es. Sehr windig, also ungemütlich, um irgendwie sich länger draußen aufzuhalten. Dann musst du zu Hause bleiben. Ja, mach ich ja auch. Heute mal wieder den Raid versuchen? Ja, wenn du dich um die Restorganisation kümmerst, noch ein paar Leute, weil ich bin den ganzen Tag noch da besuchen. Ja, nee. Na, Schulze wird ja auch gern mitkommen, aber der kann erst ab 8 Uhr, aber ich denke mal so, das wäre auch die richtige Zeit. Ja, kann ich auch sagen. Wo die meisten den kennen, dass man sagt so, 8, halb 9. Okay. Ja, Pinata wird damit spielen. Pinata? Ja. Meine Frau. Ja, ja. Ich höre jetzt gerade nicht akustisch verstanden. Die Schieße hier. So. So, insammeln, was die anderen schießen. Ja, und denk mal, Nick wird auch mitkommen. Das große Shopping und Bummeldorf. Aha. Wie sagt man so schön, also juckt es in der rechten Hand. Ich bin auf dem Dach, warte auf Verstärkung. Ich kann Sie sehen, Kelso. Um Geld auszugeben. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber da oben sind alle. Ja, indirekt Geld ausgeben. Das ist das Nötigste, was man braucht, ne? Ja. Also die typischen Sonntag-Einkauf, der Samstag. Zwei Weihnachtsgeschenke. Ja.
Na gut, sowas gibt er bei mir nicht, weil das Geschenke. Komm, mach Tür auf. Mach Tür auf. Hat er schon. Jetzt auch nicht im großen Stil, aber eins haben wir eins halt, ne? Hm. Nee, das haben wir irgendwie schon seit Jahren abgelegt. Uns da irgendwie gegenseitig in der Familie was zu schenken, weil alt genug sind sie, sag ich mal. Wo man sagt, die haben eigentlich schon alles. Und wenn sie mal was brauchen, dann sollen sie Bescheid sagen und dann wird's gekauft, weißt du? Als wenn man da irgendwie stumpf irgendwie ein Geschenk kauft und dann auf einmal sagen sie, nee, das haben wir schon oder brauchen wir nicht oder wie auch immer, weißt du? Nee, also wir kaufen schon. Ist sehr gezielt. So. Ja, mein Urlaub gab zum Beispiel einen neuen Geldbeutel. Kriegst jetzt zwei noch. Muss er sehen, hast du die Tür. Einer schon wieder am Boden. Ja. Ich sehe gar keinen. Ach, da. Ganz auf der rechten Seite ist ja gar keiner, wa? Hätte ich das gewusst, hätte ich da meine Stechertrone hingeworfen. Sind alle auf links gegangen. Hatten gestern mal wieder so einen Breakpoint-Tag. Ich hatte meine Tages- und Wochenendeinsätze alle hinter mir und dann. Ja. Und dann auf den Gedanken kommt, dass wir mal mit kaputt nichts beide gleichzeitig mit dem Charakter anfangen, dass wir auch den gleichen Level haben dann immer, wenn wir zusammen spielen. Das ist ja gut. Ja. Der Dicke läuft noch umher, oder? Der ist weg. Den habe ich gerade weg. Ja. Und da war noch einer mit der Schrotflinte. Der hatte mich ein bisschen angenatzt. Aber irgendwo ist noch einer hier. Ich höre doch noch einen Dicken hier umher ballern. Steht noch eine. Der eiert auch umher hier. So, mal schnell einsammeln. Achtung, die Gegner dringen von der Straße ins Gebäude ein. Gehen Sie und kümmern Sie sich darum. Ich hole Eleanor. Ja, Schulz ist abends auch noch mal zugestoßen bei uns. Bei Kostukun. Ja. Wer bist du? Er hat ja auch Freude daran, alles zu ballern, ne? Ja. Da hatten wir dann da so einen Hubschrauber mit Granaten oder Raketen und so. Und oh, das macht das Fetz. Ich will Hubschrauber fliegen und bum 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 bum. Die waren schon fertig eigentlich, weißt du, mussten nur noch wegfliegen. Aber den hat er erstmal so wild in der Gegend umhergeballert. Ich mach alles. Ja. Ich mach alles platt.
Aber hat uns gestern auch. Einmal hat es dann kaputt nichts rausgehauen. Server, Delta, wie auch immer. Und dann kam er ja wieder. 5 Minuten später war ich dran. Bumm. Weiß nicht, ob da die Server belastet sind oder was. Keine Ahnung. So. Könnt ihr ja mal. Endlich mal aus dem Fahrstuhl raus hier. Alter Murmel, habe ich meine Dings am Sonntag geschmissen? Ja. Ist Odessa zu sprechen? Ich hole sie dazu. Odessa? Kanzo hat Neuigkeiten. Wir haben Eleanor. Geht es ihr gut? Wir haben Eleanor. Na, ist ja schön. Ich bringe sie nach Hause. Oh Gott. Ist ja schön. Vielen Dank. Bis bald. Hey Agent, hier gibt es ein Projekt, das fertiggestellt werden kann. Wann immer Sie Zeit haben. Ein Projekt, alles klar. Ein Agent hat Ihre Gruppe verlassen. Oh, mal gucken. Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Boah, 16 Minuten. Das ging ja fix. Wie immer. Ja. Ja. So. Ja, dann danke ich euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Empfehlt mich gerne weiter und schaut auch mal in anderen Playlists nach. In diesem Sinne, bye bye. Auf Wiedersehen. Tschüss.